Chalvea näht. Heute Kapuzenhandtuch Teil 1, das Gesicht. Wir nehmen Frottee-Stoff, und zwar für das Handtuch ein Quadrat 80 auf 80 oder 1 Meter auf 1 Meter und darauf gleichen wir hier diese Gesichtsteile an. Das ist alles freihand, ebenso wie die Augen. Idealerweise ein schöner Kreis, ihr könnt das auch mit dem Zirkel machen. Sehr simpel. Das positionieren wir so, dass es möglichst mittig ist. Hier mit den Augenpartien. Und dann pinnen wir das fest, damit es uns beim Nähen nicht verrutscht. Es ist auch wichtig, dass ihr schaut, dass der Frottee in der richtigen Laufrichtung ist. Dann steppen wir einmal drumherum fest. Das verzieht sich hier ganz gerne, deswegen pinne ich das wirklich komplett fest, sonst nähe ich ja viel freihand. Dann positionieren wir die Augen, gerne auch mal mit Schnabel im Test. Da muss man ein bisschen rumprobieren, bis es passt. Das hat auch mit der Augengröße zu tun und dann steppen wir da drum fest. So, einmal fixieren, möglichst nah am Rand entlang. Wenn das bei beiden Augen gemacht ist, dann sieht das so aus. Und dann markieren wir die Lichtreflexion. Die wird mit einem weißen, ganz engen, aber breiten Zickzackstich festgemacht. Sieht dann so aus, beide Seiten. Und wo wir gerade schon mal dabei sind mit dem weißen Faden, wird im Zickzack auch einmal um das Gesicht gemacht, damit das alles fest sitzt. Ihr seht ja, ganz enger, breiter Zickzackstich. Das näht sich relativ lang, also das dauert. Dann umrahmen wir die Augen mit derselben Stichart, andere Farbe. In diesem Fall habe ich jetzt Türkis genommen. Ich habe aber auch schon blaue Augen, rote Augen, gelbe Augen, völlig egal. So wie es euch gefällt. Dann fixieren wir das Strägband an der unteren Seite. Das ist dann auch am Ende der Abschluss des Handtuchs. Wir nehmen dasselbe Schrägband, mit dem wir nachher das Handtuch einfassen wollen. Dann schlagen wir das um und nähen es an der Rückseite fest. Idealerweise bügelt man das. Ich war hier ein bisschen faul und das hat sich dann hinterher gerecht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber naja, so, dann machen wir den Schnabel. Auch hier wieder ganz wichtig, guckt, dass der Frottee in die richtige Laufrichtung ist. Das Teil kommt dann nach innen, weil wir den hier wenden werden. Dann nähen wir einmal außen rum. Der Schnabel wird nicht spitz genäht, sondern da kommt dann quasi ein Zacken rein. So ein bisschen gerade Linie. Wenn das genäht ist, werden die Kanten abgeschnitten, damit wir es sauber wenden können, nicht in die Naht schneiden. Wichtig, dann sieht das so aus. Dann positionieren wir das im Gesicht und gucken, dass wir das anpassen, so wie es uns gefällt. Und fixieren das mit einem gelben Faden in diesem Fall. Langsamer Steppstich. Dann drehen wir das direkt um. Und gehen wieder mit dem ganz engen Zickzackstich über die Kante, um den Schnabel fest zu fixieren, damit da auch nichts rutscht. Und damit ist das Gesicht eigentlich auch schon fertig. Hier könnt ihr sehen, wie das aussieht. Und im zweiten Teil zeige ich euch, wie man diese hübschen Gesichter dann zu so einem Pinguin macht. Viel Erfolg beim Nachmachen. Zweiter Teil ist verlinkt.